Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ein Moment. Ah, musste eben ein Schlückschen trinken. Oh Mann. Alles bereit machen und los. Feuerschiffe versenken. Zugleich! Bereit normale Fahrt! Feuer! Feuerschiffe voraus! Mehr Tempo! Feuer! Oh Gott. Feuer! Mehr Feuerschiffe in der Nähe! Bei den Göttern! Die sind überall! Ach so, da. Normale Fahrt! Auf geht's! Ach, das gibt's doch nicht, ey. Feuer! 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 Erhöht das Tempo! Feuer! Feuer! Feuerschiffe backbord! Na komm! Feuer! 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 Feuerschiffe backbord! Oh 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 oh! Huchala! Los, durchhalten! Huch! Bereit zu Feuer! Rudert schneller! Poseidon, hilf uns! Das ist eine Armada! Haben wir die Feuerkraft, um dagegen anzukommen? Ich wüsste nicht wie! Unsere Flotte ist zerstreut! Die Verbündeten fort! Wir sind erledigt! Reiß dich zusammen, du alter Seebär! Rette dein verdammtes Schiff! Oh je. Noch eine Flotte da! Verdammt! Zeus pisst vom Gipfel des Olympus auf unsere Köpfe! Nein, nein! Brutus und Cassius! Sieh doch! Und mit ihnen die Katapulte! Setz sie ein! Deckung! Männer! Fürchtet dieses Biest nicht! Es ist ein großer und dicker Wal! Aber wir tanzen um ihn herum wie Fische in einem Teich! Du warst kein Poet in deiner Jugend, oder, Foxidas? Hohoho! Ich hätte einer sein sollen! Und auch ein Philosoph. Was wir alles hätten sein sollen. Millionen Dinge, schöne Aja. Du musst deine Memoiren schreiben. Vielleicht mache ich das. So. Und wenn du eine Ausgabe in die Bibliothek schmuggelst, lebt unsere Legende weiter. Sicher wird dieses Kapitel das meistgelesenste von allen. Fahrt an! Normale Fahrt! Feuer! Na, 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 na. Feuer! Ich schaff das. Feuer! 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 Normale Fahrt! Sind wir jetzt endlich in Rom angekommen? Lasst es regnen! Nieder mit euch dem Mond, zurück ins Meer! Hey, oh Faulpelze! Formiert euch mit den anderen, denn heute segeln wir gemeinsam. Zu welchem Hafen bringst du uns? Ich probiere es in einer Stadt namens Antium. Viele Handelsschiffe segeln dort ein und aus. Es sollte sicher sein. Von da ist es ein halber Tagesritt nach Rom. Wir spielen Aja zu guter Letzt. Das ist ja nett. Eigentlich haben wir Bayek die ganze Zeit umsonst gespielt. Es ist nur eine Frage von Tagen, bis Caesar offiziell zum Tyrann erklärt wird. Da ist er. Das Volk liebt euch, Caesar. Ihr seid ein Gott. Der Senat wird sich nicht so einfach beugen. Dieses Parlament gackernder Hennen. Lasst mich euer Wolf sein.
Geht. Tut nichts, bis ich das Zeichen gebe. Ach schade, hätten wir das nicht also weiter... Also ist Caesar jetzt der König des Ordens? Caesar ist der Vater des Verstehens. Du und Caesar werdet sterben. Du misch dich in die Angelegenheiten des Ordens. Der Orden ist größer als Rom. Geh zurück nach Ägypten mit dem Rest der Lügner und Sklaven. Ha, dank dir verstehe ich, warum ein Mord gerecht sein kann. Ich befehlige Armeen. Ich bewirke Großes. Ich werde dein Orden aus den Chroniken löschen. Knie vor Caesar! Knie vor Rom! Ich stehe gern auf der Gewinnerseite. Wir schreiben die Geschichte. Caesar wird dir in die Vergessenheit folgen. Dein Sohn hat sich vollgepisst, als er das Messer sah. Ich werde dein Herz an die Geier verfüttern. Du hast keine Ehre. Du hast mir alles genommen. Ich bin ein Gabinianer. Ich dachte, du läufst davon, meine Kleine. Wieso bist du nicht einfach verschwunden? Diesmal ist Flavius nicht hier, um dich zu retten, Septimius. Oh nee. Alle römischen Abmachungen. Ach Mann, ich komm nicht schnell genug an den ran. Okay, der war dumm. Sei verflucht, Lupa. Das Herz meines Sohns. Für dein Leben. War Rache alles, was du wolltest? Du und der Magi sollt die Laken heute Nacht mit eurem Schweiß tränken. Der starb. Beim Orden. Ich diente ihnen und deinem Ägypten. Ich werde in der Nachwelt belohnt. Eine Ewigkeit des Trinkens und Hurens mit meinen Brüdern. Das Einzige, was dich erwartet, ist Vergessenheit. Deines Namens, deines Ordens und der verrottenden Leichen deiner Gabinianer. Apophis, verschlinge dein stinkendes Herz. Uah. Caesar muss mit dem Rest des Senats in der Kurie sein. Mama, wir können sie auch gar nicht ausrüsten. Ne, da komme ich nicht rein. Okay, den Schakal haben wir erledigt. Hier wimmelt es nur so von Soldaten. Ich würde sagen, wir schleichen uns durch, oder? Ja, hier wimmelt es wirklich von Soldaten. Scheint mir jetzt persönlich der beste Weg zu sein. Sehr schön, jetzt müssen wir weiter gucken einmal.
Da kommen wir nirgendwo lang. Hier. Na. So, hier so durch. Dann schwimmen wir einmal. Okay, ich bin hier. Ich muss da hinten rein. Ich sehe da jetzt aber wieder Soldaten. Ich versuch's mal hier lang. Ja, da haben wir einen. Ab nach oben. Hab mich jetzt erschrocken. Okay, wir haben dort mehrere. Wie komme ich da durch? Wie komme ich da durch? Mhm. Eieiei. Da liegt der Ivi! Nein, 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 nein. Oh Gott. Ach so, der sieht den anderen jetzt. Scheiße. Tibiabe! Ultimum Cord! Tentacet! Da hätte ich jetzt auch nicht gut gehen können, ne? Verlasse oder beende den Konflikt. Ach Gott. So, Konflikt beendet. Stimmt, du fällst jetzt nicht weiter auf. Ich verlange nur dies, dass ihr gemeinsam mit mir ein neues Rom erbaut. Ein Rom mit dir als König? Lasst Cäsar sprechen! Wir wollen ein Rom, das Gerechtigkeit, Frieden und Land für alle Bürger bietet, nicht nur den wenigen Privilegierten. Du bist genauso privilegiert wie ich. Ich bin kein Diktator auf Lebenszeit. Eine Ehre, die mir die Bürger Roms zuteil werden ließen. Hätte ich dieses Geschenk ablehnen sollen? Du hättest zuerst an Rom und dann an dich denken sollen. Ich werde die Republik vereinen. Senatus, Populusque, Romanus. Für den Senat und das Volk Roms. Republik? Du sprichst von Republik, während du die Krone forderst? Marcus Antonius hat mir die Krone angeboten an den Lupercalien. Ich lehnte sie ab. Das war ein gerissener Schachzug. Du brauchst keine Krone. Sie machten dich zu einem Gott. Hör mich an, Gaius Cassius Longinus. Unterstütze meine Träume für Rom und alte Zwistigkeiten werden vergessen. Senatoren, der Krieg ist bereits vorbei. Die Trommeln des Widerspruchs erreichen ihren Höhepunkt. Rom wird nicht wieder zur Monarchie. Es scheint, Brutus dürstet nach einer Revolution. Doch wogegen, mein Sohn? Wir wollen doch beide dasselbe. Und tschüss, Cäsar.
Der Tyrann ist tot! Ihr seid nun frei! Kenne ich dich? Du, die aus den Schatten zuschlägt? Das gleiche Schicksal blüht allen Despoten. Letztendlich ist es unmöglich, nicht zu werden, was andere in einem sehen. Und ich war ein Gott! Es gibt jetzt ein neues Credo. Rom ist die Ewige! Sie fällt nicht an dich oder deinesgleichen. Freiheit wird nicht gegeben, Caesar. Man nimmt sie sich. Requiescat in pace, Caesar. Was hast du getan? Caesarion wäre auf dem Thron von Rom. Hört doch, wie sie euch auf den Straßen nennen. Die Hure eines toten Tyrannen. Wir sind noch deine Königin. Ihr seid nur die Königin von Lügnern und Schlangen. 5 Jahre kämpfte ich für euch. Unser Volk hat euch angebetet. Apollodorus starb für euch, für Ägypten. Für Ägypten? Wir sind Ägypten! Dann seid die Herrscherin, die unser Volk verdient. Sonst wird euch nichts von meiner Klinge retten können. Ihr seid die Letzte der Pharaonen. Oh, wir spielen wieder Bayek? Pyramide von Gizeh und der Leuchtturm von Alexandria. Sind ja auch Pharos genannt, gehörte zu den 7 Weltwundern der Antike. Antiken Texten zufolge konnten Statuen von Göttern mit dem Kopf nicken und reden. Sie dienten sogar bei Gericht als Richter. Aha. Silphium war für verschiedene medizinische Anwendungen bekannt und wurde häufig zur Empfängnisverhütung eingesetzt. Okay. Bayek. Caesar wurde bereits eliminiert. Septimius ist ebenfalls tot. Ich habe nun ein Büro für uns mitten in Rom. Doch niemand weiß von unserer Existenz. Wie Amun sind wir die Verborgenen. Ich glaube an dich. Wenn die wüssten, dass das später gar nicht mehr nötig wäre. Die Ironie der Freiheit. Wir sind voneinander befreit. Doch es bringt mir keine Freude. Wir müssen immer weiter. Unseren Sturm blutiger Poesie aufrechterhalten. Denn trotz allem tanzen wir. Und sie sterben. Aus dem Schatten sind wir gekommen. Und im Schatten werden wir bleiben. Menschen sind nicht für die Ewigkeit bestimmt. Aber dieses Credo schon. Dieses Credo ist das einzig Unsterbliche auf der Welt. Geht nach Hause. Ihr seid frei. Aber
aber nicht alleine gehen. Ich habe Angst. Nehmen wir ihn mit ins Büro? Nein. Ich bring dich nach Hause. Nichts soll dich über die Maßen bekümmern. Denn dein Leben ist kurz und die Zeit fordert ihren Tribut. Auch ich bin nicht mehr die, die ich einst war. Ich habe aller Liebe entsagt, die ich einst hatte. Und ich entsagte Aya. Ich tötete Aya. Ich bin jetzt die Verborgene, namens Amonett. Gänsehaut. Mögen sich deine Siege vervielfachen. Schön. Papa? Spring. Einmal noch mal Ägypten angucken. Du kannst jetzt das Büro der Verborgenen in Memphis aufsuchen. Im dortigen Geschäft stehen einzigartige Gegenstände zum Verkauf. Ja, das war's. Ja, was... Memphis, was ist das? Achso, da ist es. Das gucken wir uns noch eben an und dann kommt halt mein Feedback. Ich war jetzt ganz irritiert, weil gar keine Credits kamen. Also, aber wir sind fertig. Juhu. Also haben sie, die haben zwar beide das gegründet, aber im Grunde gesehen war Aya die treibende Kraft dazu. Ich dachte, das wäre eine Schlange hier. Okay, dann gucken wir uns das mal an. Alle Phylakes auf der Welt töten, okay. Das sind jetzt hier wieder nur so Standards. Gossi war eine gute gelaunte Kämpferin, die Latium in der Feuerjahr Arena wurde. Tahira. Praxila. Der Dualand ist der Meister der Arena von Kirin. Wir müssen ihn ausschalten, um den römischen Einfluss in diesem Gebiet zu verringern. Ja gut, das sind jetzt halt so die Standardsachen. Also so, was habe ich denn zu sagen? Also erstmal fand ich es wirklich gut. Also ich fand es jetzt eins der besseren Assassin's Creed Spiele. Wahrscheinlich, weil mir das Setting an sich gefallen hat. Ägypten und so, also das fand ich recht interessant. Trotz alledem fand ich auch, dass sich das Spiel ziemlich lange hingezogen hat. Ich glaube sogar länger als alle anderen der Reihe, als alle anderen Teile der Reihe. Da bin ich mir jetzt aber jetzt nicht zu 100%ig sicher. Mhm.
Ja, im Endeffekt fand ich die ganze Herkunftsgeschichte, wie der Orden jetzt halt zustande kam und so, und diese kleinen Sachen hier wie mit dem Zeichen und sowas alles, fand ich recht interessant. Ich fand es schade, dass die beiden sich getrennt haben, aber es wirkte natürlich dadurch ein bisschen tiefgründiger wegen der ganzen Sache. Die Geschichte mit dem Sohn, ja, dass ein Unschuldiger sterben musste, damit das alles kam. War schon, ja, ich gehe mal eben raus, der geht mir auf den Sack hier mit seinen Auf jeden Fall, ja. Oh Gott, der ist immer noch da. Was noch? Ja, dass sie sich jetzt getrennt haben. Die Nebenquests waren alle sehr gut. Ich bin natürlich nicht die Beste in solchen Games, ne, weil ich halt nicht den Druck abwarten kann. Ich kann nicht schleichen, ich kann nicht in Verborgenen handeln. Also ich bin eher so die Rabiate. Aber nichtsdestotrotz fand ich, fand es wirklich ein sehr gutes Spiel. Es war echt gelungen. Ja, das Ende hätte jetzt ein bisschen krasser werden können. Aber ich erinnere mich daran, als sie gerade gesagt hat, sie ist jetzt Amonette und die Mütze aufgezogen hat. Wir erinnern uns in Assassin's Creed die Ezio-Reihe. Ezio, hier, Assassin's Creed 2. Und zwar ist doch Ezio an die Villa seines, ich glaube, seines Onkels eingezogen, und dort unten war doch ein Keller mit den mit verschiedenen Assassinen, so den Ältesten, so und da waren ja verschiedene, also auch verschiedener Herkunft, ne, und die halt vorher großartig waren und gelebt haben, und ich erinnere mich, ich bin mir aber nicht zu 100% sicher, dass es da auch eine Amunette gab. Sie war nämlich, glaube ich, die sie war nämlich, glaube ich, die einzige Frau, die dabei war. Ich bin mir aber wirklich nicht so hundertprozentig sicher. Von Bayek hat man nichts mehr gehört. Gut, nichtsdestotrotz, ich fand, es war ein gutes Spiel. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Es waren viele lange Folgen dabei. Und ja, das war's. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.